Ja, einmal mehr der Robin Gemperle hier bei mir zu Gast für ein weiteres Interview. Schön, dass du da bist, Robin. Der Robin, mittlerweile auch bekannt als der Shootingstar der Ultraszene, hat eine sehr erfolgreiche Saison gehabt im Ultradartsport-Bereich, ist 4 Rennen gefahren, 2 davon hat er gewonnen, die anderen beiden auf dem 2. Platz beendet, unter anderem auch das Transcontinental Race, darüber wollen wir heute im Speziellen sprechen, aber allgemein auch ein bisschen über deine gesamte Saison, über die Zusammenarbeit mit uns. Wir sind sehr stolz auch, dass wir ein kleines Puzzleteil von deinem Erfolg sein dürfen. Und ja, erzähl doch mal selbst, Robin, wie konnten wir dir denn diese Saison oder auch über die letzten Jahre helfen? Ich denke, was so generell seit immer eigentlich der Fall ist, ist der Umstand, dass ich einfach sehr gerne weiß, dass das Training, das ich ausführe, sinnvoll ist und effizient ist und dass ich eben nicht irgendwelche unnötigen Trainingsstunden anhäufe, die mir wenig bis gar nichts bringen in Bezug auf die anstehenden Herausforderungen. Und dann glaube ich, dass dieses Jahr aber ziemlich relevant war, dass er mich eigentlich in diesem Prozess, welcher beinhaltete Anfang Jahr, im letzten Herbst, einfach so ein bisschen Sport zu machen oder auf vernünftigem Niveau Sport zu machen, aber dies noch nicht wirklich als integralen Bestandteil meiner Persönlichkeit zu sehen, bis zu heute, wo ich ganz klar sage, hey, das ist wie einer der größten Teile meiner Identität, dass ihr mich da mit sehr viel Verständnis begleitet habt. Also hat da auch jetzt mal speziell über die letzten 2 Jahre betrachtet, ich meine, du hast ja auch einen weiteren Hintergrund im Radsport und speziell im Leistungssportkontext, also bist ja von klein auf Mountainbike-Rennen gefahren, dann eine kurze Zeit die Fixed Gear Kriterien und dann rüber in die Ultraszene, aber du sprichst ja von diesem, ich nenne es jetzt mal so, Identitätsshift über die letzten 2 Jahre, wo du das nochmal bemerkt hast, richtig? Ja, genau, also es war schon so, dass ich eigentlich, wie soll ich sagen, kurz bevor ich mit diesem Transcontinental Ultracycling Ding angefangen hatte, hatte ich nicht mit einer derartigen Eskalation der Dinge gerechnet und wollte das einfach mal tun und schauen, wie das halt so kommt. Und so gesehen bin ich zwar mega happy mit, wo ich heute stehe, aber das war eigentlich auch ein bisschen unerwartet irgendwo. Klar, im letzten Herbst war das dann schon irgendwie ein formuliertes Ziel, aber trotzdem ganz zu Beginn wusste ich nicht, dass das so kommen würde eigentlich. Ja, genau, also als wir letztes Jahr auch gesprochen haben, da war ja dein Leben wahrscheinlich auch jetzt noch sehr vielschichtig, also du studierst ja noch an der ETH, hast auch viele andere Projekte, die du verfolgst, und genau deswegen hast du ja auch in früheren Zeiten auch auf strukturiertes Training gesetzt. Ich denke mal erstens mal auch deswegen, dass du dich halt nicht darum kümmern musstest, aber auch speziell halt, dass du eine gewisse Effizienz und Effektivität in deinem athletischen Prozess hattest. Würdest du sagen, dass jetzt durch diese erhöhte Gewichtung auch für den Sport, hat sich da auch das strukturierte Training irgendwie verändert für dich? Also ich denke, so der Gesamtumfang hat wahrscheinlich nicht massiv zugenommen, vielleicht ein bisschen, aber nicht massiv. Es ist eher so, dass ich halt dieses Jahr wirklich eine komplette Saison gefahren bin, das heißt ein ziemlich dichtes oder scheinbar dichtes Programm mit vielen wichtigen Rennen, die ein relativ großes Commitment jeweils bedeuteten. Das heißt, was letztes Jahr so, oder was 2022 sich auf ein Highlight konzentrierte, repetierte sich dieses Jahr eigentlich vierfach. Ja. Und ja, so gesehen ist es wahrscheinlich mehr so die Pace, die zugenommen hat. Mhm. Als so der tägliche Umfang.
Und was mich auch noch und auch die Zuschauer bestimmt interessieren würde, warum es jetzt der Sport auch plötzlich auch nochmals eine höhere Gewichtung bekommen hat in deinem Leben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass dies deswegen kam, weil bis es letztes Jahr quasi als Neueinsteiger das Transcontinental Race gefahren, hast dieses Rennen auch auf dem 8. Platz beendet. Hast aber im Rennen schon auch irgendwo durch klare Zeichen gesetzt, dass da richtig viel möglich ist und auch Potenzial vorhanden ist. War das auch der Grund, warum du jetzt dieses Jahr einfach nochmal hungriger wurdest? Ich glaube, es hat vor allem damit zu tun, dass man einfach einerseits sehr schnell sehr viel Anerkennung kriegt, dass diese Anerkennung zum jetzigen Zeitpunkt auch immer mehr wird, weil insgesamt die Disziplin der Sport größer bekannter wird. Mhm. Und dann denke ich aber, dass eigentlich der Hauptfaktor eigentlich ist, dass es sich einfach sehr richtig anfühlt, das zu tun, dass ich einfach, ich glaube, in meinem ganzen Leben noch nie so viel Spaß am Radsport hatte wie jetzt oder am Fahrradfahren hatte wie jetzt. Und genau, dass ich einfach das Gefühl habe, wenn es eine Disziplin gibt, die mir wirklich zusagt, dann ist es wahrscheinlich diese Langdistanz. Ja. Genau. Und ja, es war ja letztes Jahr, wie ich schon erwähnt habe, war das quasi so dein erster Versuch am Transcontinental Race. Hat es ja da auch eine, wie soll ich das nennen, eine heftige Leidenserfahrung oder wie will man das ausdrücken? Kannst du vielleicht kurz auf das eingehen, wie so in Kurzfassung auch so deine erste Teilnahme am Transcontinental letztes Jahr in 2022 verlief? Hey, das war eigentlich so ziemlich ein blinder Versuch vielleicht. Ja. Einfach mal am Start losballern und schauen, was so möglich ist, um dann natürlich ein bisschen Aufruhr zu verursachen, um gewisse Leute etwas nervös zu machen, aber durchaus im Bewusstsein, dass das halt zu einem gewissen, dass das halt etwas kosten kann, dass das einen gewissen Preis hat, den ich dann auch irgendwann so nach der Hälfte ziemlich deutlich bezahlen musste. Also ich hatte mega extreme Sitzbeschwerden und es war bei mir schlicht nicht möglich, weiterzufahren für irgendwie einen halben Tag, was brutal lang ist in so einem Rennen. Und ich schaffte es dann irgendwie mit Compete-Sitzpflastern ins Ziel zu kriechen. Und das hat sich natürlich im Hinblick auf dieses Jahr vielleicht sogar ausbezahlt, diese Erfahrung gemacht zu haben. Ja. Ich fand das so mega eindrücklich und auch interessant jetzt als Trainersicht auch, wenn das Transcontinental beendet hast, das war ja noch nicht klar dazu, also wie es weitergeht mit dir und diesen Rennen, und du hast eigentlich wenige Stunden oder Tage nach dem Event schon gesagt, hey, nächstes Jahr geht das nochmal besser. Wir haben da ja dann auch gemeinsam auch gewisse Strategien entwickelt, auch geschaut, wo können wir verbessern, weil bei der ersten Teilnahme war das wirklich so ein Sprung ins kalte Wasser. Ich glaube, für dich, aber auch jetzt für uns als deine Betreuer, wo wir halt ehrlich gesagt keine Ahnung hatten, was uns erwartet, und so relativ planlos in dieses Transcontinental Race gingen und dann einiges an Erfahrungswerten gewonnen haben, diese Erfahrungswerte auch zur Hand genommen haben für die Optimierung. Und was sind so deines Erachtens auch so die größten Optimierungen, die wir jetzt im letzten Jahr vollzogen haben? Ich glaube, das Zentralste wirklich aufs Rennen bezogen, also direkt auf die Ausführung des Rennens bezogen, ist eigentlich, dass man einfach eine Taktik im Vorhinein
definiert, eine Strategie erarbeitet und es dann als höchstes Gut ansieht, diese Taktik auch tatsächlich umzusetzen. Mhm. Ich denke, letztes Jahr oder vielleicht nicht mal nur letztes Jahr persönlich bei mir, sondern generell ist es in dieser Szene so etwas verbreitet, zu sagen, naja, es ist viel zu lange, so ein Rennen, es kann viel zu viel passieren und das bedeutet dann eigentlich, dass man wie keine Taktik machen kann, sich darauf nicht verlassen kann. Und da denke ich ganz klar, das ist falsch. Das Ziel muss sein, eine gute Taktik zu erarbeiten und dann so präzise, also und diese Taktik dann so präzise wie möglich zu befolgen. Ja, ja. Immer im Glauben, dass die Strategie, die Taktik natürlich auch die richtige ist. Genau, so. Ich kann mich an einen Satz erinnern, den du mal gesagt hast, als wir da über Strategien gesprochen haben. Da hast du gesagt, im Prinzip muss man das Unplanbare planen. Und genau in so einem Langdistanzrennen, wo es ja so viele unkontrollierbare Komponenten mit sich hat, denke ich, kann man oder können wir heute schon sagen, dass es genau deswegen eben auch wichtig ist, dass man das, was man kontrollieren kann, irgendwo durch versucht unter Kontrolle zu haben. Natürlich mit einer gewissen Flexibilität und einer gewissen Anpassungsfähigkeit zu dieser Strategie und zu diesem Plan. Aber ich denke eben gerade auch diese Komponenten, Ernährung, Pacing, Pausendauer, Schlafdauer, das sind halt alles Aspekte, die du eigentlich direkt unter Kontrolle hast und beeinflussen kannst. Und da kannst du vielleicht auch mal sagen, was hast du anders gemacht als das Jahr davor? Ganz konkret war das eigentlich so, dass wir relativ genau anschauten, wie lange man etwa fahren sollte, wie viele Stunden man auf dem Rad sitzt und wie lange man dann entsprechend schläft. Darin gab es auch so eine gewisse Dynamik. Also es war eigentlich für uns von Anfang an klar, dass ich zu Beginn sicher mehr schlafen würde als gegen Ende. Das ist etwas, was einen gewissen Mut erfordert, weil man ja zu Beginn auch noch nicht ganz so müde ist. Und da eben zu sagen, hey, ich zögere diese Müdigkeit noch 3-4 Tage hinaus, indem ich eben mehr schlafe, indem ich eine Stunde mehr investiere und im Bett liegen bleibe oder wirklich schlafe. Ich glaube, da konnte man ganz sicher einen großen Fortschritt beobachten im Vergleich zum ersten Jahr, wo das eigentlich einfach so war, ja, fahren wir mal so lange, wie es geht, dann legen wir uns irgendwie hin, so kurz wie möglich und fahren dann weiter. Ja. Vielleicht auch noch, um da ein paar Nebeninformationen hinzuzufügen. Wir reden hier von Langdistanzrennen. Die kürzeren Rennen, die du gemacht hast, waren so 3-5 Tage, bis auf das Badlands, das war jetzt unter 2 Tage. Aber das Atlas, das Taupe und genau die zwei waren 3-5 Tage und das Transcontinental war 19 Tage herum. Und ja, bei den Rennen durch diese lange Distanz gehören halt auch Schlafphasen, Pausenphasen zur ganzen Strategie, ist auch ein wichtiger Bestandteil, weil irgendwo durch ist es das Ziel irgendwo eine gute Balance zu finden zwischen möglichst wenig Pause und möglichst wenig Standzeit, aber gleichzeitig auch noch eine Aufrechterhaltung der Performance auf dem Rad ohne drastischen Einbruch, dass man halt kaum mehr vorankommt. Und das, da versuchen ja ganz viele Athleten auch irgendwo durch die Grenzen auszuloten, speziell halt mit sehr wenig Schlaf. Ich denke, in der Ultraszene gibt es viele, die da runtergehen, auch bis zu 3 Stunden, 2 Stunden Schlaf pro Nacht und weniger. Ich denke, da muss man sicherlich auch differenzieren zwischen
Rennen, die betreut sind und solche, wie du gemacht hast, also ohne jeglichen Support, wo es halt dann schon nochmal ein bisschen mehr Pause und Schlaf benötigt. Aber diese Pausen und speziell die Dauer dieser Pausen und die Vor- und Nachbereitung dieser Pausen hatten immensen Einfluss auf die Performance, wie wir einfach auch feststellen mussten. Und ja, kannst du da vielleicht auch noch ein paar Details darüber nennen, wie wir diese Pausen auch so gestaltet haben oder warum wir das so gemacht haben? Hey, das war vor allem so, dass man so ein bisschen die Prämisse fasste, dass wenn immer irgendwie möglich, schläft man in einem Bett, also den Schlafsack möglichst im Bag behalten und wenn möglich ein Hotel finden. Das bedeutet, dass man eigentlich schaute, dass diese Schlafpausen immer auch in einem gewissen Rahmen, in einem Tagesrhythmus bleiben. Also man schläft eben in der Nacht und fährt durch den Tag. Das bedeutet, dass ich eigentlich versuchte, immer so um 11, 12, 1 ins Bett zu gehen, damit es überhaupt realistisch ist, noch ein Hotelzimmer zu finden. Und dass eben auch mein Organismus nicht gleich komplett durcheinander gewirbelt wird, sodass ich ein bisschen diese Tag-Nacht-Abfolge beibehalten konnte. Dann ganz zentral war, dass es eigentlich wie ein bisschen ein bisschen vordefinierten Ablauf gab, wie diese Pausen ablaufen. Das bedeutet eigentlich immer, dass ich, bevor ich zu Bett ging oder nachdem ich ein Hotel gebucht hatte, war der nächste Task zu schauen, dass ich etwas Essen einkaufen kann, damit ich vor dem Zuschlafengehen oder zu Bett gehen und direkt nach dem Aufstehen jeweils etwas essen kann, einfach um die Regeneration in Gang zu bringen und dann nicht gleich nüchtern wieder starten zu müssen. Und dann denke ich, das ist auch relativ wichtig, das ist so eine andere Prämisse, die ich mir eigentlich festlegte, mega simpel, kurze Pausen kurz halten, ja. Lange Pausen einfach lang halten oder wie lange Pausen einhalten, vielleicht könnte man es so sagen. Ja, ja. Also wenn ich eben zum Ziel hatte, hey, heute Nacht schlafe ich 4 Stunden und das ist sehr viel eigentlich für diese Rennen, dann, wenn ich nach 3 Stunden aufwachte, dann ist das eben eigentlich nicht ein Grund, um dann aufzustehen und loszufahren, sondern dann sollte man besser versuchen, Mobiltelefon gar nicht nach vorne nehmen, gar nicht Tracker checken, die Stunde nochmal, wenn man nur liegen bleibt, die Regeneration ist trotzdem im Gang. So. Ja, du hast ja dieses ständige Spiel gegen die Zeit, also der Körper braucht halt eine gewisse Zeitdauer, um Regenerationsprozesse anzufangen oder auch abzuschließen. Ja, sobald du da halt wieder aufs Rad steigst, werden diese Regenerationsprozesse quasi gestoppt. Und deswegen ist es ja wichtig, dass man irgendwo sich so versucht zu organisieren in Ultrarennen, dass man halt irgendwo ein Fenster hat, wo man wirklich auch mal den Körper ruhen lassen kann. Und wir sind ja auch die Strategie gefahren, dass wir halt speziell auch in der Anfangsphase des Rennens, wo man eigentlich auch vermeintlich sagen könnte, da ist es noch nicht so wichtig, dass man speziell dort schon geachtet hat, eben speziell diese Pausen oder diese längeren Pausen einzuhalten. Und ja, wenn wir da auch mal die Strategie, die wir jetzt zurechtgelegt haben für Transcontinental auch rückblickend betrachten, gibt es auch noch einen Punkt, worüber wir noch diskutieren müssen. Und zwar war das ja so vor dem Rennen, dass ich habe dir im Prinzip einen Vorschlag gemacht, wie viele Stunden du fährst und wie viele Pausen du machst, in welchem Rhythmus. Und du hast das dann selbstständig mit deiner Routen und deinen sonstigen Plänen so abgeglichen.
Und da war ja quasi die Strategie so, dass du am ersten Tag so rund 24 bis 26 Stunden fährst, dann eine ausgiebige Pause machst, 4,5 Stunden war der Plan, nochmal Korrektur, die erste Nacht durchfahren, klar, mit diesen 24, 26 Stunden war das der Fall, weil der Start war ja abends um 10 Uhr, dann diese 4,5-stündige Pause, wieder den ganzen Tag fahren, dann nochmal 4,5 Stunden und erst dann sozusagen am dritten Tag die Dauer zu reduzieren auf 3 Stunden. Und mit diesen 3 Stunden auch konstant bleiben und falls möglich hinten raus dann sogar noch weniger. Und ich weiß noch, dass du vor dem Rennen gesagt hast, ja, das ist viel zu viel Pause, das geht nicht. Wie ist es dir ergangen damit? Ja, schlussendlich. Also ich muss vielleicht auch sagen, wir haben ja das schon thematisiert gemeinsam und hat dann irgendwo festgelegt, dass du ja, oder ich habe von meiner Seite gesagt, ja, du spürst dich selber am besten, du hast auch die Erfahrungen und wirst dann im Rennen schon das machen, wo für dich richtig ist. Aber ja, erzähl, wie es dann aufgegangen ist. Es war dann schon so, dass ich ja eigentlich schon am Atlas Mountain Race im Februar eine derartige Strategie gefahren bin, die von außen betrachtet oder im Vorhinein betrachtet, eigentlich zu viel Schlaf versprach. Und das ging dann aber ziemlich perfekt auf und schien top zu funktionieren. Also war irgendwo schon so ein Vertrauen herum, dass mich mein erstes Gefühl vielleicht ein bisschen täuschen könnte. Und dann war es aber ja tatsächlich auch so, dass ich am Ende eher mehr Pause machen musste, sondern vielmehr, dass ich es wie nicht schaffte, nach diesen ersten 2 Tagen, wo man sich ein bisschen mehr Pause gegönnt hatte, den Schalter umzulegen und super effizient auf 3 Stunden zu reduzieren. Ich denke, dass ich das verpasst hatte, dass sicher ein zentraler Grund, warum am Ende auch nicht mehr möglich war, weil tatsächlich hatte ich eigentlich, würde ich sagen, eher zu viel geschlafen. Und dass es schwierig war, eben diesen Schalter umzulegen, das hatte ich komplett unterschätzt irgendwie. Ich kann das auch bis heute nur sehr schwer erklären, warum mir das irgendwie nicht gelungen ist. Es scheint so super einfach zu sein. Am Ende, man stellt sich einen Wecker und steht auf. Aber irgendwo blieb einfach Zeit liegen. Ich habe auch tatsächlich einmal sogar verschlafen. Ja. Genau. Ja, also sicherlich ein Bereich, wo wir nochmal über die Bücher müssen. Also ja, von der Strategie zu mehr Schlaf jetzt wieder ein bisschen zurück auf einem schon relativ hohen Niveau. Genau, das mal so zur Strategie. Was ich auch noch einen spannenden Aspekt finde, jetzt in deinem Fall, du hast ja 4 Rennen bestritten, was ja meines Erachtens schon viel ist für die ja, Ressourcen, wo auch diese Rennen kosten und dieses ja, Ressourcenmanagement mussten wir auch irgendwo durch sinnvoll gestalten auch über die Saison hinweg, also von Februar mit dem Atlas bis hin in den September mit dem Badlands. Man sieht es ja speziell auch bei ja, im Ultraradsport, dass viele Athleten auch durch die hohen Umfänge, die sie trainieren, welche zum Teil auch erforderlich sind in der Vorbereitung, tendenziell auch schon ja, quasi vor dem Saisonhöhepunkt auch mal ausgelaugt sind. Und ich finde, wir haben dann einen guten Weg gefunden, auch über die Saison hinweg, dich eigentlich ja, immer relativ frisch körperlich, aber auch mental in diese Rennen zu bringen. Wie hast du das so empfunden und was denkst du, was war da der Schlüssel für diesen Erfolg? Ich denke ja, ganz am Anfang liegt sicher so ein bisschen die schlaue Planung einer Saison. Also wie halt, ich meine, es gibt so viele spannende Rennen und man könnte wirklich gefühlt jede Woche irgendwas fahren, das einen interessiert. Und da einfach die Abstände zwischen den Rennen etwas sinnvoll zu gestalten,
Das ist sicher mal so die Grundvoraussetzung. Dann hilft es aber sicher eben auch, dass mein Stil Rennen zu fahren eben nicht einer ist, der einfach komplett auf Schlaf verzichtet. Also ich denke, das ist einerseits generell schneller und andererseits, und das ist vielleicht was wichtiger, so der Raubbau am Körper findet in reduzierter Form statt. Entsprechend ist man einfach auch schneller wieder auf der Höhe. Und ja, so gesehen war wirklich der kürzeste Abstand zwischen zwei Rennen war eigentlich, waren diese, glaube ich, 5 Wochen zwischen Transcontinental und Badlands. Und ich denke tatsächlich, dass das ist auch so das absolute Minimum, um sich irgendwie von einem Transcontinental ein bisschen erholen zu können und dann mit ernsthafter Motivation eine neue Herausforderung anzugehen. Mhm. Gerade auch bei einem Rennen, das ja deutlich kürzer ist. Ja, ja. Ich denke, in der Planung war sicherlich auch noch ein wichtiger Faktor da, dass wir halt auch, wir hatten ja eigentlich vor jedem Event haben wir quasi nicht irgendwie schon im Vorhinein bestimmt, wann es danach wieder weitergeht mit Training. Also du bist das Rennen immer gefahren und wir haben fix gesagt, ja, dann kommt eine Regenerationsphase ohne jegliche Verpflichtungen auf dem Bike. Und ja, haben die da auch so einen gewissen Raum gegeben und eigentlich der nächste Prozess erst dann eingeleitet, wenn so auch dieses Gefühl von dir kam, hey, du fühlst dich erholt, also körperlich keine Beschwerden mehr und ja, auch mental wieder Lust aufs Bike zu gehen. Und eigentlich ging das ja eigentlich relativ zügig immer, aber ich denke, das war auch ein wichtiger Punkt, dass wir da auch gesagt haben, hey, wir geben dir diese Pause, die du brauchst, die auch super individuell ist, je nachdem, wie auch das Rennen verlaufen ist und wie hart dieses so war und dann halt, wenn das Gefühl kommt, wenn du dich erholt fühlst und auch mental wieder parat bist, dass wir dann auch der nächste Schritt gehen. Ja, kannst du dazu vielleicht noch was sagen? Ich glaube, das hört sich jetzt mega fest so an, als wäre es mehr so ein bisschen ein Warten gewesen, bis ich dann fand, ja, jetzt können wir wieder. Mhm. Ich denke, dass es aber vor allem nach dem Transcontinental so war, dass ich eigentlich, dass ihr dann da eher auf die Bremse gestanden seid sogar. Also dass ihr wie sagt, ja. Hey, okay, eine Woche ist tatsächlich das absolute Minimum, ja. Um Pause zu machen. Und ich finde das im Nachhinein besonders interessant, weil ich überzeugt davon bin, dass ich so früh wieder zu trainieren beginnen wollte, weil ich bereits irgendwie Badlands im Kopf hatte und weil ich genau wusste, okay, das kommt, das zwar im Rahmen, aber das kommt von all den Rennen eigentlich etwas zu früh. Und dass ich da sofort ein bisschen nervös wurde. Und ich glaube, da zeigt sich relativ gut, wie gefährlich es eben ist, ein Rennen nach dem anderen zu fahren. Ja, genau. Und das, ja, ich finde, da sieht man auch gut, dass halt so eine Zusammenarbeit, wie wir sie jetzt haben, eigentlich ja, einfach viel mehr ist als, ja, ich schreibe einfach einen Trainingsplan und du spulst den ab, sondern du hast halt auch diese Außenperspektive von einer externen Fachperson, wo das Ganze halt eher als Prozess sieht und dich auch mal ja, davon abhalten kann, halt über die Klippe hinauszugehen. Ich meine, gerade auch bei solchen Ultrarennen auch, ja, ich sage jetzt mal so, die physiologische Erholung oder das schnelle physiologische Reaktion, wie zum Beispiel das Auffüllen der Glykogenspeicher, das sind ja alles Prozesse, die relativ schnell gehen. Also du kannst nach 2-3 Tagen nach so einem Event wieder ein relativ gutes Gefühl haben.
und womöglich auch so das Verlangen, aufs Rad zu steigen. Aber es gibt halt ganz viele andere Prozesse im Körper, die noch lange nicht abgeschlossen ist. Und weiter kommen dann auch noch psychologische Ressourcen dazu, die ja, wahrscheinlich auch noch viel mehr Zeit benötigen. Und da ja, muss man halt auch in gewissen Phasen, auch wenn Rennen wieder früh anstehen, dann auch mal ja, eigentlich den Mut haben, weniger zu machen und zu warten und zu regenerieren, bevor man dann ja, das nächste Kapitel angeht. Ja, wie geht es jetzt weiter, Robin? Was sind deine nächsten Ziele? Wie schaut das aus? Das ist noch nicht ganz so klar, wie ich weitermache. Also sicher so, dass ich jetzt mal ein paar Tage Pause hatte, nun wieder mit dem Training langsam aber sicher starte und dann mir einen Plan zurechtlege, wie nächste Saison aussehen soll. Das wird sicher wieder irgendwie so um die 4 Rennen beinhalten. Ich schreibe noch meine Masterarbeit, also da brauche ich auch ein bisschen Ressourcen. Und dann ist aber eigentlich jetzt schon klar, dass ich zumindest Transcontinental nochmal fahren werde, da nochmal versuchen werde, besser zu werden, gewisse Dinge, die ich dieses Jahr gelernt hatte, umzusetzen und dann zu schauen, was drin liegt. Cool. Genau. Ich denke auch, ja, über das haben wir auch noch nicht gesprochen. Jetzt können wir aber noch kurz anreißen, gerade auch bei dir, du hattest ja auch, bevor du jetzt in den Ultrasport gingst, hattest du doch schon eine längere Pause, wo du auch ambitiös trainiert hast. Und da ist es sicherlich auch davon auszugehen, dass du halt mit der Beständigkeit im strukturierten Training weiterhin auch im physischen Bereich Fortschritte machen kannst. Wir haben ja vor dem Interview auch kurz geschaut, so was die Fortschritte jetzt vom letzten Jahr zu diesem Jahr waren. Es gibt ganz vieles, was wir natürlich nicht messen können, speziell in dieser doch eher etwas spezielleren Disziplin, wo Komponenten wie ja, eine Ermüdungsresistenz und auch eine gewisse Ökonomie im Rennen ja, schwieriger sind, direkt an Daten aus dem täglichen Training ableiten zu können. Da hast du bestimmt ja, Fortschritte gemacht, aber zum das Festmachen an einem Wert, den man so kennt, an einer FTP, das ist ja so rund 15 Watt dazu gewonnen. Hast du diesen Fortschritt auch gespürt auf dem Rad, oder wie würdest du auch so deinen Fortschritt jetzt vom letzten Jahr zu diesem Jahr beurteilen, rein auf das Physische bezogen? Ich denke, oder wie soll ich sagen, ich glaube, es ist sicher so, dass das Niveau dieses Jahr, wie vorne Transcontinental gefahren wurde, sicher höher war, als das jemals der Fall war. Und entsprechend denke ich, ich habe diesen physischen Gewinn einfach oder diesen physischen Fortschritt schlicht einfach gebraucht, um weiterhin vorne mitfahren zu können. Aber explizit gemerkt habe ich ihn, glaube ich, im Transcontinental nicht. Also ich hatte nicht den Moment so, okay, ich bin fit. Den gab es irgendwie nicht. Das passierte schon viel eher so vielleicht über den Verlauf der gesamten Saison, dass ich irgendwie merkte, hey, jetzt kommt da irgendwie Badlands, das ist zwar unglaublich mühsam, das Rennen, aber trotzdem kann ich das mit einer ansprechenden Pace bewältigen. Gleiches beim Hope, auch so kurzes Rennen, hohe Intensität eigentlich. Dort wird es wie besser spürbar, habe ich das Gefühl. Ja, ist vielleicht halt nicht immer direkt im Rennen so spürbar, aber die Daten, ja, die wir haben aus deinem Training, da kristallisiert sich ja klar heraus, dass gewisse Prozesse ja auch stattgefunden haben und ja, mit der Weiterführung da auch noch weitere Prozesse kommen werden. Ja, vielen Dank, Robin, für deine Zeit. Wieder mal sehr spannend gewesen.
wenn auch du vorhast, in Zukunft irgendwelche Radrennen zu fahren, sei es jetzt wie der Robin, irgendwelche Langdistanzrennen oder auch ganz andere Events, die du als Ziel gesetzt hast, dann kannst du gerne auf unsere Website gehen, www.coachme.fit. Da kannst du dich melden zum kostenlosen Beratungsgespräch. Würde ich mich sehr freuen, mit dir mal deine Situation anzuschauen. Und ja, das war's von uns. Bis bald.